Hallo, nun lese ich einige Zeilen aus meinem Buch Für unser Leben vor. Plötzlich hielt er an einer Stelle und kratzte mit den Pfoten am Eis. Zuerst fanden wir nichts und wir konnten uns kein Bild davon machen, was Schneeflocke da wollte. Also halten wir ihm beim Graben und legten Stück für Stück das Eis frei, bis wir schließlich einen Tunnel fanden. Wir schaufelten das Eis so lange weg, bis eine große Öffnung zum Vorschein kam, in die wir alle hineinpassen würden. Da wir nicht wussten, was uns erwartete, hatten wir alle Angst. Aber die Neugierde packte uns. So beschlossen wir, nacheinander in den Tunnel zu gehen und dem Weg zu folgen. Im Tunnel war es sehr dunkel und wir hatten Angst, aber vielleicht konnten wir etwas finden, was uns wieder nach Hause bringen könnte. Wir gingen immer weiter und weiter, bis wir plötzlich am Ende des Tunnels Licht sahen. Und wir gingen darauf zu. Am Ende des Tunnels war eine große Halle. Das, was wir sahen, war so faszinierend, dass wir unseren Augen nicht trauten. Wir sahen Gestalten, die in unserer Größe waren, aber sie alle ähnelten Pflanzen. Es waren Pflanzenmenschen. Die erste Gestalt, die ich als erstes sah, war grün, rot und lila und sie bewegte sich auf Wurzelbeinen. Wir beschlossen, uns zurückzuziehen, um weiteres zu besprechen. Wir waren alle sehr ergriffen, wussten aber nicht, was wir davon halten sollten. Also gingen wir wieder durch den Tunnel zurück an die Oberfläche. Ich fragte die Bundeskanzlerin, ob sie irgendetwas wüsste. Vielleicht irgendwas, das geheim gehalten werden müsse. Sie antwortete, dass sie von so etwas noch nie gehört hätte. Aber ihr erster Verdacht war, dass es sich um Außerirdische handeln könnte. Diese Meinung hatten wir alle, aber wir fragten uns, was sie vorhaben könnten. Das finden wir schon heraus, sagte ich. Mein Plan war, diese Pflanzenmenschen erst einmal zu beobachten. Wir beschlossen, nochmal in die Höhle hineinzugehen, um mehr herauszufinden. Wir krabbelten ganz leise und vorsichtig den Weg entlang. Am Ziel angekommen, sahen wir hunderte von Pflanzenmenschen, aber kein Raumschiff war zu sehen. Wir beschlossen, in die Halle hineinzuklettern, um weiteres herauszufinden. Unten angekommen, schlichen wir uns wieder an den Wesen vorbei. Jetzt sahen wir, wie die Wesen ganz fürsorglich andere Pflanzen pflegten. Das erweckte in uns eigentlich ein positives Bild. Die Pflanzen, die von ihnen versorgt wurden, streichelten mit ihren Blättern die Pflanzenmenschen. Es sah so aus, als ob es eine gewisse Harmonie gäbe. Wir sahen auch ein riesengroßes Steingefäß, in der eine schleimige Flüssigkeit war. Es war wohl Dünger. Wir stichen an der Halle entlang und kamen in einen zweiten Raum. Hier hörten wir ein wehklagendes Heulen und Jaulen, das wohl von Wölfen kam. Wir gingen etwas näher in den zweiten Raum hinein, um genaueres zu erfahren. Aber das, was wir jetzt sahen, ergriff uns sehr. Die Pflanzenmenschen spritzten den Wölfen eine Flüssigkeit, die in einer von ihren Dornen war. Denn die Pflanzenmenschen hatten auch Dornen an ihren Körpern, mit denen sie Flüssigkeiten einspritzen konnten, vergleichbar mit einer Spritze. Die Flüssigkeit war die gleiche, mit denen sie auch ihre Pflanzen düngten. Ich sah auch, wie sie diese Flüssigkeiten in Behältnisse schütteten und sie anzündeten. Die Flüssigkeit schien brennbar zu sein. Wir gingen weiter hinein zum Geschehen, um Näheres zu erfahren. Wir sahen viele Wölfe hinter Gittern, die aber auch pflanzlich so fest waren, dass die Wölfe keine Chance hatten, auszubrechen. Das, was wir jetzt sahen, ergriff uns sehr, denn die Wölfe, die mit der Flüssigkeit behandelt worden waren, wurden langsam zu Schleim. Derselbe Schleim, den man in den Düngertöpfen sah. Sie benutzten diesen als Brennstoff und als Dünger für ihre Körper. Die Wölfe erlitten höllische Schmerzen. Dies ließ sich daraus schließen, weil sie sehr heulten und jaulten. Da wir jetzt wussten, dass die Pflanzenmenschen böse waren, gingen wir jetzt sehr vorsichtig vor. Wir gingen weiter in eine andere Halle, um noch mehr zu erfahren. An der anderen Halle angekommen, sahen wir, wie viele von diesen Wesen im Kreis um eine kleine Arena herumstanden. Da die Lichtverhältnisse hier besser waren, konnten wir diese Wesen besser sehen. Die Köpfe sahen aus wie Kürbisse, in denen fruchtartige Augen zu sehen waren. An ihren Armen hatten sie Stacheln, die sehr scharf waren. Der Körper war ein Geflecht aus Wurzeln. Sie bewegten sich sehr zaghaft.